Ja, hallo, hier ist wieder Chloe. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included und wir starten mit dem, was ich gestern vergessen habe. Nämlich hier neue Flüssigkeitstanks wieder aufzubauen. Die bauen wir diesmal aus Gold, dann können die ein bisschen mehr Hitze ab, nämlich 125 statt 75 Grad. Ja, sollte dann ein bisschen besser laufen. So hoffe ich zumindest. Dann habt ihr doch danach gefragt, was das hier oben für eine grüne Flüssigkeit ist. Das ist flüssiges Chlor. Es hat nichts mit dem Partikelgenerator und Co. hier zu tun. Und was anderes noch. Ihr habt mir geschrieben, dass ich habe selber nicht gesehen bei der Aufnahme, dass einer dieser Partikelgeneratoren hier durchgeschossen hat. Also ist die Frage, was passiert, wenn der hier voll ist, beantwortet. Nämlich, das wird hier nicht aufgefangen und geht hier einfach durch. Ja, ich würde das beim nächsten Mal anders bauen. Allerdings sind wir jetzt... Wie weit sind wir jetzt mit der Forschung? Ja, wir haben quasi die atomare Forschung. Ne, diese hier müssten wir noch machen. Die können wir dann schon mal anfangen. Weil was uns hier noch fehlt, ist die interstellare Forschung. Aber... Da habe ich ja irgendwie es geschafft, das die letzten Videos immer zu verpeilen hier. Mal schauen, ob das heute anders ist. Aber ich wollte sowieso ja den Fokus auf andere Sachen legen. Das hier habe ich beim letzten Mal dann noch begonnen zu planen. Dafür würde ich dann hier dieses eine Solarmodul abreißen. Das schon recht wenig Sinn macht, ne? Das Ganze so zu machen. Wir machen es mal vorübergehend. Noch so, dass wir hier anfangen können. Ja. Die ersten Sachen bauen, die ersten Leitern bauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das hier wegreißen. Ja, so werden wir es irgendwie machen. So. Ja, dann hattet ihr mir geschrieben, dass wir möglichst für jeden Transformator, der am Stromnetz dranhängt, oder so als Faustformel, sorry, eine Batterie pro Transformator haben, der Strom in kleinere Netze umwandelt. Das sind so 4, 5, 6, 7, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wir haben hier oben ja schon den ganzen Schwung Batterien, das sind 9, die hier an dem Starkstromnetz mit dranhängen. Das hatten wir ja getauscht. Dementsprechend glaube ich, sollte das reichen. Diese Batterie hier macht auch rein gar nichts mehr. Ja, auch dann Kabel doch bis hierher verliegen. Das wird ja dann gar nicht mehr gebraucht. So, die hier laufen. Ich habe die Glasschmiede noch deaktiviert. Die sollte ich vielleicht mal von Zeit zu Zeit mitlaufen lassen. Das wird dann noch mal ein bisschen was herstellen. So, dann müsste ich das hier noch mal wieder ein bisschen höher stellen. Das war dann doch das verschmutzte Eis, das uns hier immer und immer wieder überall alles volltropft. Da reinpacken. 150 Kilogramm kalt. Na, wenn die nicht wie gerufen kommen. Übrigens, der Plan steht, ne? Freitagabend Stream und dann möchte ich hier unten, ich habe mich entschieden, mit Kernreaktor bauen. Wir werden hier schon, obwohl ob der Platz hier reicht. Naja, schauen wir mal. Wir können hier aber das schon mal in Auftrag geben, dass wir hier noch ein bisschen mehr freigraben. Ja, im Grunde nebenbei passieren, dass wir hier schon mal einen echt großen Bereich haben. Hier war ein Vulkan, glaube ich. Das dürfte aber eigentlich am Platz reichen, hoffe ich zumindest. Muss einfach. Ansonsten hätten wir hier eine recht große Fläche, aber sind die hier eigentlich ganz in Ordnung. Lassen wir es ein bisschen schneller laufen. Dieser müsste, genau, 9 Zyklen, dann fängt der auch wieder an.
könnten auch die anderen Vulkane, das werden wir auch noch, im was Vergleichbares bauen. Jetzt, wo ich wieder eine, das mal wieder einmal gemacht habe, dürfte es dann ja auch wesentlich einfacher vonstatten gehen. So, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Kühlung für unsere Kolonie. Hier ist es mitunter sehr warm. Weil viel wichtiger ist, was heißt wichtiger, aber dass wir die hier nochmal eben einschalten. Dass die unseren Kreislauf hier wieder mit Wasser füllt. Über den Kühlkreislauf, weil da ist jetzt natürlich viel zu wenig drin, weil wir hier die Flüssigkeitstanks zerlegt haben. Wo ich jetzt gerade hierbei war, ist mir das hier aufgefallen. Das möchte ich natürlich auch ein bisschen schöner haben, nämlich so. Okay, Kühlkreislauf. Dafür brauchen wir hier einen Wasserkühler. Den packe ich mal hier so rein. Den werde ich jetzt diesmal etwas anders konzipieren. Hoffe, ich krieg's hin. So, wir brauchen. Also viele Sachen sind jetzt hier gleich, ne? Wir brauchen natürlich wieder einen Rohrflüssigkeitstemperatursensor, der auch wiederum. Machen wir es aus. Der da verbunden ist. Dann brauchen wir die Möglichkeit. So, da gehen wir raus. Und wir gehen hier raus. Und dass beide Flüssigkeiten. Jetzt muss ich gerade mal eben pausieren, um planen. Nicht, dass die schon irgendwas bauen und dann ist es wieder falsch. So, die läuft da raus, geht in die Brücke. Die hier rauskommt, müsste eigentlich ebenfalls in die Brücke laufen. Und kann es denn dann da Rückstauungen geben? Möglicherweise schon, wenn das nur so kurz hier ist, weil wenn von hier was durchläuft, weil das kühl genug ist und gleichzeitig ist hier was durchgelaufen. Ja, ich kann besser hier einen etwas längeren Puffer bauen. Das machen wir so, indem wir einen Flüssigkeitstank hier noch herbauen. Diese Brücke hier brauchen wir, damit es nicht von der Seite da hineinläuft. Schließen das da an und schließen das da an. Dann haben wir an beiden Seiten einen kleinen Puffer, dass es da eigentlich nicht zu Stauungen kommen könnte. Und das Wasser würden wir dann von hier wieder zurückleiten Richtung Kühlkreislauf, den wir gleich auch noch zu bauen haben. Wobei den vielleicht auch andere Seite entlang leitet. Jetzt muss ich erstmal eben hier schauen. Wir brauchen hier dann natürlich auch noch eine. Machen wir eine weitere Dampf. Ja, wir bauen erstmal eine. Dann brauchen wir hier zwei Brücken. Einmal, zweimal. Zack, zack. Das bitte zuerst. Ja. So kann das Ganze dann laufen. Wir brauchen dafür nur auch noch einen eigenen Stromkreis. 1200 Watt, ja, das können wir mit nichts verbinden. Jetzt sehr ungeschickt. Hier 339 Gramm Wasser, 155 Gramm Wasser. Weil das alles hier runtergelaufen ist. Verschmutztes Eis, das geschmolzen ist. Vielleicht ist mein Standort hier nicht, doch nicht so ganz der beste. Ja, kümmere ich mich ein anderes Mal drum. Ich muss jetzt nur einen Standort hierfür finden. Nicht schön, aber selten.
Leiterkabel können wir dann hier lang führen. So, so, so. Und eine Batterie. Und noch mehr Leiterkabel. Und noch Automatisierungskabel nicht vergessen. Lassen wir das jetzt an einen der Anschlüsse mit ran oder bauen wir dafür hier einen eigenen Auslauf? Okay, jetzt haben wir hier schon ziemlich viele Leitungen. Wir müssen mit einer, das wird ja gar nicht passen, Moment, dann können wir das hier auch anders machen. Wieso die Frage, wieso ich das nicht immer so mache, müsste. Geht's auf jeden Fall. Dann habe ich nämlich hier unten ein bisschen Platz frei. Dann hier noch. Weitere Brücken einbauen. Wir haben hier unseren Zulauf. Und von hier unten Frage ist, lege ich den auch noch mal hier durch, so wie ich das gerade erst gedacht habe, oder? Ja, warum nicht? Hier unten ist auch nicht viel besser. Also. Okay, so, ihr habt erstmal ein bisschen was zu bauen. Wie viel Blei haben wir noch? 7,1 Kilogramm. Das ist nicht besonders viel. Sorry, wenn ich das mal so sagen darf. Soll bedeuten, wir müssten eigentlich hier nochmal auf eine kleine Zombie-Sporn haben wir hier erstmal so nicht wirklich ein Problem. Haben wir ein Temperaturproblem? Hier ja. Es heizt sich auch hier tendenziell eher auf, als dass es sich hier unten abkühlt. Okay. Und natürlich auch erstmal hier in diese Richtung vorarbeiten. Oder was noch viel sinnvoller wäre, wir lassen hier ein eigenes Schutzanzugdock bauen. Und wir haben da den Aufgang. Ja, bereiten wir das doch mal vor. Wir werden es früher oder später sowieso brauchen. Wo ist hier oben, oder? Nee, da. Das heißt, wir müssen da eine, ach Gottchen, eine Sauerstoffleitung herlegen. Oje, oje. Vielleicht machen wir das hier links rum. Wir nehmen dafür mal diese Leitung hier. Die läuft dort rum, da weg. Und das hier können wir mal entfernen, weil das wird gar nicht mehr gebraucht.
So, und ich wollte diesen Kreislauf hier haben, der nur, was heißt nur, der die Kolonie versorgt. Der hier versorgt die Schutzanzüge plus den Raum. Dann würde ich den mal nehmen. Und zwar... So. Dann kriegen wir es auch noch halbwegs einfach gebaut. Da müssen... Dann haben wir nämlich gleich Sauerstoff auf der anderen Seite. Und es kommt dann hier an. So. Ich lasse lieber Garg da noch ist, da wo er ist, noch ein bisschen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass er da noch ein bisschen was vorbereiten kann. So, dann ist der Plan fürs morgige Video eigentlich beispielsweise einen Strahlenanzug hierher bringen, dass wir hier ohne Probleme das Uraniumerz dann abbauen können am Freitagabend, dass wir es dann zurückbringen können und dann eben hier unten unseren Kernreaktor bauen. Okay, das mit dem Freibuddeln hier funktioniert auch schon mal erstaunlich gut. Müssten wir ja bis hier quasi schon anfangen. Da ich auch noch gar nicht weiß, wo ich, wo was hinkommt, würde ich jetzt hier mal da sagen, bauen wir hier überall Leitern hin. An die entsprechenden Stellen, damit ich vernünftig und schnell dann da bauen kann, wo ich möchte. Da unten ist eigentlich Quatsch und das ist es hier auch. Das können wir dann ja so machen. Okay. Das mal bitte alles dann nebenbei fertig bauen. Prio 5 können wir ruhig lassen. Das sind ja die Aufträge, die am weitesten weg sind. Das heißt, die kommen auch als letztes dran. Der sollte nicht aus Eisenerz, sondern aus Stahl gebaut werden. Macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Eisen wird wahrscheinlich das sein, was am ehesten knapp wird, aber wir haben auch dafür Aufträge drin, also das sollte schon passen. Prio 7 ist auch hoch genug. Gut, was macht unser Solarprojekt? Okay, das, was wir machen können, wurde gemacht. Da lege ich die beide. Ja. Klar. Frage wäre nur gewesen, zerlege ich die beide jetzt sofort. So, dann kommst du weg, du weg. Wir bauen hier Leitern.
Können wir auch so machen, ne? Ja, die hier kommt ja weg. Ach, wir haben mal wieder nicht genügend Strom. Ja klar, weil hier jetzt natürlich auch ein Teil wegfällt. Plus unser kleiner Vulkan hier lässt sich immer noch 5 Zyklen Zeit. Wobei das hier beschleunigen bringt ja überhaupt nichts. So, unseren Kühlkreislauf müssen wir noch bauen. Sind wir Gott sei Dank ziemlich flexibel. Mache ich das mit einfachen Rohren oder nehmen wir dafür Radiatorrohr? Ich glaube, ich probiere das erstmal mit einfachen. Das müsste im Grunde reichen. Starten wir doch mal hier unten. Dann würde ich die liebsten so dann hier durchlege. Hier in dem Badezimmerbereich brauchen wir vielleicht tatsächlich dann Radiatorrohre. Dann wird das reichen, jede zweite Ebene. Ups. Dann hier nochmal durch. Und dann legen wir das Ganze hier rum. Wieder zurück. Hier unten das natürlich gleich noch mal tauschen. Fällt mir gerade mal so auf. Wir machen sicherlich. So, in diesem Bereich dann isolierte Rohre sind. So. Oh Mann. So und so. Da und du gehst da wieder hoch. So, wo brauchen wir Brücken? In die Richtung. Die Richtung. So, so. Dann eine da. Eine hier, eine hier. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, mal wieder maßlos übertrieben mit Aufträgen. Ich lasse das mal kurz ein bisschen abarbeiten. So, da sind wir schon wieder. Ein Großteil der Bauarbeiten sind erledigt. Ich habe hier nur zwischenzeitlich da mal 2 normale Ziegel reingebaut. Im Nachhinein hätte ich auch gleich 2 Acker direkt reinbauen können. Ich hätte die nämlich da lassen können, um das Wasser, das hier noch drin war, darüber zu treiben, weil hier war alles abgepumpt. Ich habe den Rest schon aufgewischt, nachdem ich die beiden Ziegel gebaut hatte. Nur, dass ihr das mal eben gehört habt. Gleichzeitig habe ich, obwohl nicht, habe ich eigentlich nur die Prioritäten geändert, damit die Stromleitungen gebaut werden. Jetzt ist hier in unserem Kreislauf genügend Flüssigkeit drin. Jetzt müssen wir in diesen Kreislauf hier noch was reinbringen. Dafür graben wir mal da kurz aus, um dann diese Leitung hier entlang zu legen.
eigentlich direkt dann da ran, oder? Ja. So, Prio 6. So, und was dann hier jetzt eben, da bin ich gerade gar nicht so richtig drauf eingegangen. Der Unterschied ist im Vergleich zu diesem, das hatten wir auch beim letzten Livestream und auch danach noch durchaus drüber gesprochen, dass diese Variante einen Vorteil hat, nämlich dass verschmutztes Wasser nicht mehrmals in dem Kreislauf zirkuliert, bis es rausgelassen wird, sondern es ist zu warm, dann geht es direkt hier hinein in den Tank und es ist nicht zu warm, sondern es hat die passende Temperatur, dann geht es nicht durch den Wasserkühler durch, sondern direkt hier rein und dann raus Richtung Koloniekühlung, oder es ist zu warm, dann geht es da raus und eben abfallens und ebenfalls dann im Anschluss in den Tank und Richtung Koloniekühlung. Das heißt, es zirkuliert nicht so, wie wir es hier haben. Und ja, das sorgt dann eben dafür, dass wir, wo kann ich euch das jetzt ganz, hier oben kann man es jetzt gerade ganz gut sehen, wir haben hier immer wieder Unterbrechungen im Kühlkreislauf, weil eben Wasser zweimal zirkuliert, bevor es dann aus dem Kühlkreislauf rausgeht. Das ruckelt übrigens gerade, weil an anderer Stelle Rohrleitungen gebaut werden. Jedes Mal, wenn ein Stück fertiggestellt wird, bleibt es kurz stehen. Das nur mal so zur Info für euch, warum wir das diesmal so gemacht haben. Da muss noch ein Segment isoliert werden und hier sehe ich gerade, da fehlt noch eine Brücke. Flüssigkeitsbrücke. So, Prio 8. Damit das auch auf jeden Fall rechtzeitig fertig wird. So, mit dem 27 Grad Wasser würden wir jetzt schon ein bisschen kühlen. Hier oben fehlt noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Perfekt, hier fehlt noch ein bisschen was. Ach, jetzt gleich auch nicht mehr. Wunderbar, jetzt kann das in 1 durchlaufen, unseren Bereich abkühlen. Und eben bei Bedarf wird das Wasser dann hier wieder runtergekühlt. Ich weiß wie gesagt nicht, wie gut das jetzt funktionieren wird mit dem einfacheren Rohr. Ich glaube auch, dass es auf Dauer schon reichen wird. Wird nur sicher einen Moment dauern, bis wir die Sachen abgekühlt bekommen. Kann mir vorstellen, dass der Steinbrecher hier, obwohl ne, eigentlich gar nicht so. Wir haben eher von hier aus einen recht großen Temperatursprung. Als hier 50 Grad sind. Vielleicht tauschen wir das hier jetzt auch doch mal aus. Dass wir hieraus isolierte Ziegel machen. Doch, da auch rein. Ja, komm, tauschen wir die auch aus. Jetzt wird hier sicherlich gleich mal kurzzeitig ein bisschen Gasaustausch stattfinden, kann ich mir vorstellen. Wobei ich hoffe nicht, weil hier ist überall verschmutzter Sauerstoff. Da muss ich mir hier auch wirklich mal was überlegen. Wenn ich einfach nur mal hier einen Ziegel hinsetze. Dann können wir den wiederum zerlegen. Ich jetzt gemacht. Also den Ziegel möchte ich zerlegen, aber ich befürchte, ich habe jetzt ja was anderes zerlegt. So, und da wiederum können wir dann einen Lufterfrischer reinsetzen und der wird uns hier auf jeden Fall helfen. Da ist tatsächlich ein bisschen verschmutzter Sauerstoff reingekommen, naja. Filtern wird dann nochmal wieder raus. Das Blöde ist halt, ich warte jetzt, bis alles fertig ist. Ist das immer ziemlich viel umstellen. Leute, das heißt, wenn wir einen Filter wieder in die Richtung stellen oder wieder in die Richtung und so, wenn ich den jetzt auf verschmutzten Sauerstoff stelle, dann es ist schon alles raus. Ja, umso besser.
Okay, gut, dann haben wir hier, glaube ich, alle Aufgaben erfüllt. Die Sauerstoffleitung hierher ist auch fertig. Wie schaut es hier oben aus? Da müsste ich vielleicht auch mal ein wenig priorisieren, dass die alle wieder am Strom hängen. Und dann geht's da weiter. Forschung. Das war hier unten, ne? Okay, da würde ich dann jetzt mal einen wieder einschalten, aber nicht mehr als den einen. Ich hätte eine Idee, wie ich das in Zukunft anders bauen würde. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt noch umbauen sollte oder nicht. So, okay. Frage beantwortet, der Kreislauf ist voll. Ich habe den Sensor hier auf 30 Grad stehen. Also wenn das Wasser über 30 Grad ist, dann soll es durch den Wasserkühler einmal durch. Dann würde ich denken, peilen wir nachher so eine Temperatur von 20 Grad irgendwie an. Schauen wir mal. Ja, das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als ob sich die Hitze von hier unten ausweitet. Obwohl es hier oben auch warm ist. Tauscht das mal hier überall aus gegen isolierte Ziegel hier auch nochmal. Und dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle hier unten das Ganze mal auf Radiatorrohr umbauen. Weil ich vermute wirklich, dass es von hier unten kommt. Und etwas ähnliches. Ja, da oben lassen wir es erstmal. Dann schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Dass hier natürlich so viel Material eingelagert ist, dass es zum Teil auch warm ist. Das tut natürlich sein Übriges. Sollte ich vielleicht auch nochmal überdenken. Schauen wir mal. Naja. Okay, ich habe Garg noch nicht rübergeschickt. Das könnten wir jetzt aber eigentlich machen, weil der Großteil der Bauaufträge ist hier erledigt. Werdet da überall reingebaut. Die Pumpe kann jetzt hier wieder weg. Stromkabel. Und auch die Leitung. Plus die Lagerverdichter können auch weg. Also alles nicht mehr. Wird alles nicht mehr gebraucht. Und dann kommen wir auch da. Pflanzen auch. Okay, wir haben jetzt hier kein Wasser mehr. Gut, dass wir diese Notbremse eingebaut haben. Hier kommt aktuell nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal jetzt an die Notreserve ran, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich gerade Ende machen. Dann bauen wir das doch nochmal schnell. Also dorthin. Ja, und dann muss ich mich aber auf jeden Fall um Nachschub kümmern, nämlich erstmal
Das Wasser hier, das mir sowieso irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Wir fangen hier, glaube ich, an. Pumpen hier ab. Oder müssen wir das reinigen? Wird der noch. Mir eigentlich nicht vorstellen, dass da noch. Dann würde ich das hier unten nämlich machen. Veredeln, Flüssigkeitsfilter, so. Kommst du hier rein, daraus? Dann korrigieren wir hier nämlich eine Sache. Wir schließen das nicht so an, sondern so. Ach Mensch. Und dann haben wir den Vorteil, dass hier nur Wasser genommen wird, wenn es hier nichts gibt. An dieser Stelle wird es ein bisschen eiliger als an anderer Stelle. Und dann müssen wir hier noch Strom haben. Kommt jetzt natürlich an diesen einen Kreislauf hier ein bisschen mehr ran, als mir lieb ist, aber tatsächliche Auslastung sieht eher so aus, als ob es okay ist. Könnte hier knapp werden, deswegen vorsichtshalber da nochmal eine Leiter mit ran. Jetzt sichergestellt, dass wir wieder noch genug Wasser haben. Bloß wenn das hier fertig ist, können wir erstmal den Bereich hier abpumpen. Ja, ich weiß, ich hätte sie wieder eins tiefer setzen sollen. Dann im Anschluss können wir hier pumpen. In eine Buchse gegangen. Nee. Okay, so, dann jetzt aber Ende für heute. Ne? Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Morgen geht's weiter und nicht vergessen, ne? Freitagabend Stream. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Also, macht's gut. Bis bald. Tschüss.